Wo sind wir hier? Ach, in Fentontown. Diese kleine Stadt hatte sich im Koltumdrehen den traurigen Ruf erworben, die verdorbenste Stadt von ganz Texas zu sein. Saloons, Spielhöllen und Bars zogen alle jene Desperados an, die das Vergnügen suchten oder wenigstens einen Ort, wo sie ihr unredlich erworbenes Geld verprassen konnten. Diese Stadt gehört Dean Fenton, einem üblen Desperado, und alle hatten an ihn ihren Tribut zu entrichten. Am meisten brachte der Leichenbestatter. Warum wohl? Überall war Hochbetrieb und alle Hotels waren ständig überbelegt von den Desperados aus dem ganzen Land. Nur ein Haus stand leer. Die Bude des Sheriffs. Und das kam daher, dass kein Sheriff... In Fentontown war eben alles anders. Das Roulette hatte 37 Zahlen, die Karten waren alle gezinkt, die Würfel waren präpariert, der Whisky gepanscht, das Essen schlecht, die Klaviere verstimmt. Nacht für Nacht kassierte Dean Fenton ein nicht zu knappes Schärflein. Und mitten auf der Hauptstraße dieser Stadt ohne Recht und Gesetz sehen wir einen einsamen Reiter kommen. Oh, Jolly Jumper. Dies scheint das Sheriff Office zu sein. Wir sind am Ziel, aber das sieht ja unerhört verwahrlost aus. Ich denke, wir bringen das in Ordnung. Wir haben viel zu tun. Packen wir es an. Schießerei auf, John. Spar deine Munition. Wozu? Ja, siehst du denn nicht? Da drin ist jemand. Ein neuer Sheriff? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Komm, das müssen wir den anderen sagen. Komm, schnell. Das gibt einen Mordspaß. Hey, Jungs, seid mal ruhig. Ruhe! Eine Neuigkeit. Im Haus vom Sheriff ist ein neuer Mieter eingezogen. Hey, da ist ein neuer Sheriff. Ohne meine Genehmigung? Das bringe ich in Ordnung. Und wenig später im Hause des Sheriffs. Sie sind mir direkt in den Besen gelaufen, Entschuldigung. Aber bis man hier erstmal Ordnung geschaffen hat... Und in welcher Eigenschaft schaffst du hier Ordnung, Fremder? Sicher nicht als Damenschneider. Hier, halten Sie mal das Sheriffschild, bis ich es wieder angenagelt habe. Dann bist du also der neue Sheriff. Und wo ist dein Stern? Hier im Büro lag keiner, aber hier ist meine Beglaubigung. Ich bin Dean Fenton. Mir gehört diese Stadt. Und ich vergebe die Sterne. So, so. Nun denn mal los, Fenton. Komm mit in den Saloon. Da bewahren wir sie auf. Sie sind übrigens alle von Kugeln durchlöchert, bis auf einen. Das ist der Star meiner Sammlung. Aha, sehr interessant. Was zum Teufel rennt denn der Leichenbestatter hinter mir her? Ach, kümmere dich nicht um den, Fremder, der nimmt nur Maß. Das ist bei uns so üblich. So, da sind wir schon beim Saloon. Hier ist immer Stimmung. Hey, Jungs! Ruhe! Ruhe! Hier ist der neue Sheriff! Er will hier Ordnung in meine Stadt bringen! Machen wir sie mit allen anderen, Sheriffs! Geben Sie mir den Stern ohne Loch, Fenton. Ich werde ihn zwar nicht lange tragen... Wie wahr, wie wahr! Soll ich ihn gleich... Warum schlägst du mich, Fremder? Darum. Sag allen hier, dass ab sofort jeglicher Waffenbesitz verboten ist. Und alle sollen die Hände hochheben. Sonst wird der Leichenbestatter bei dir Maß nehmen. Was sollen wir tun, Dean? Tut, was er sagt. Der meint es ernst. Hey, Barkeeper. Ich hab doch jeglichen Waffenbesitz gerade verboten. Wenn noch jemand auf mich zielt, mache ich ernst. Den Fenton, Sie sind verhaftet. Der Saloon ist ab sofort geschlossen. Raus hier!
Alle! Das war das Ende von Fenton Town. Warum sollte die Stadt auch weiterhin so heißen, wo doch ihr Beherrscher nicht mehr da war? Fenton, der inzwischen zu 1223 Jahren Steine klopfen ohne Bewährung verdonnert worden war, wurde gerade von Lucky Luke ins Gefängnis gebracht. Also das verstehe ich immer noch nicht. Allen Sheriffs, die in meiner Stadt Ordnung schaffen wollten, ist's übel ergangen. Aber bei dir hat's sofort geklappt. Wieso? Weil du ein Kojote bist. Man braucht dich nur von vorn anzugreifen und schon laufen die anderen Kojoten weg. So, wir sind da. Hier kannst du jetzt 1223 Jahre bleiben und brauchst nicht wegzulaufen. Sehr witzig. Hey, Wärter, hier bringe ich einen neuen. Lucky Luke bringt einen neuen. Nun, kloppt hier alles? Wie steht's, Wärter? Hier kloppt alles, Lucky. Und die Anstalt ist auch moderner geworden. Wir haben sogar einen Telegrafen. Tja, und ausgebrochen ist auch keiner. Selbst die Daltons sind noch da. Nur Joe macht uns Kummer. Er wird in letzter Zeit so bösartig. Koller, nehme ich an. Nun, der Neue zum Einkleiden. Als dann, bis zum nächsten Mal. Das Leben ging wieder seinen normalen Gang. Fenton Town lebte nicht weiter. Die Bewohner waren geflüchtet, weil sie sich vor dem neuen Sheriff fürchteten. Und doch lebte Fenton Town noch ein wenig in den fantastischen Erzählungen, die Dean Fenton im Kreis der Gefangenen von sich gab. Die ganze Stadt hat mir gehört. Die Desperados haben ihr ganzes sauer verdientes Geld ausgegeben. Bei mir. Was? Alles Geld? Klar, Jack. In meinem Saloon. Ja doch, Dean. Sicher waren da auch Mädchen. Ja doch. Sängerinnen und Ballett, alles klasse. Und in meinem Restaurant. Restaurant? Du hattest ein Restaurant? Klappe, Everl. Weiter, Fenton. Weiter an die Arbeit. Die Pause ist vorbei. So ging das Tag für Tag. Die Gefangenen stellten sich ein Leben in Freiheit vor und Dean Fenton erzählte immer schönere Geschichten aus seiner Stadt. Nur einer bekam davon nichts mit. Joe Dalton. Der saß nämlich wegen schlechter Führung in einer Einzelzelle bei Wasser und Brot. Da kam überraschend ein Telegramm an. Wer ist da? Ich bin's, Wärter Bill. Ich habe ein Telegramm vom Gouverneur für Sie, Herr Direktor. Das ist das erste Telegramm, das du entgegengenommen hast. Ich bin gespannt, was da drin steht. Na, sowas. Na, das haut mich um. Was steht denn drin, Herr Direktor? Wenn man nämlich die Buchstaben so einzeln aufnimmt, kriegt man den Sinn gar nicht so mit. Hier, da. Da lies. Strafrechts. Kommission begnadigt Joe Dalton. Gib doch her. Wegen guter Führung. Stopp. Gouverneur von Texas. Das ist ein Ding. Das ist wirklich nicht zu glauben. Aber gesagt ist gesagt. Lasst Joe Dalton frei. Tja, doch, da staunen wir alle. Joe Dalton war raus, war frei. Wie das eigentlich? Konnte das mit rechten Dingen zugehen? Bill, schick ein Telegramm an den Gouverneur. Instruktion befolgt. Stopp. Joe Dalton entlassen. Stopp. Und wenig später dann dieses. Herr Direktor, ich glaube, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ein Fehler? Bill! Ich habe da gerade noch ein Telegramm gekriegt. Gib her! Rindviecher, stopp! Joe Milton sollte entlassen werden. Stopp. Nicht Joe Dalton. Stopp. Gouverneur von Texas. Ja, stopp. Es kommt noch ab und zu vor, dass ich mich vertue. Sehen Sie. Ein gemorstes D ist da, didit. Und M ist da. Und A ist da. Und I ist didit. Also... Hol mir Milton her! Und wir sprechen uns noch wegen deinem didit da, du. Ja, stopp. Sofort stopp.
Und noch etwas später? Der gefangene Milton, Herr Direktor. Sie haben mich rufen lassen, Herr Direktor? Ja, Milton. Ich bin ja so glücklich, dass ich Sie mal sehen kann, Herr Direktor. Hier, diesen hübschen Aschenbecher, habe ich Ihnen aus Stein gehauen. Sie sind wegen guter Führung entlassen, Milton. Entlassen? Aber ich will doch gar nicht entlassen werden. Ich fühle mich hier recht wohl. Ich liebe meine Arbeit. Ich bin der beste Steinklopfer vom ganzen Gefängnis. Ich gehe hier nicht weg, nein. Schmeiß den raus. Mit Gewalt. Nein, bitte. Und Bill, ein Telegramm an Lucky Luke. Joe Dalton, ausgebrochen. Stopp. Bitte um Hilfe beim Einfangen. Stopp. Und Bill, alles ohne Fehler. Weit entfernt, in Nottingalch, erhält der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, Lucky Luke, der glorreiche Westernheld, ein Telegramm. Er steht siegreich in zahllosen Duellen, Beschützer hilfsbedürftiger Ladies, Schrecken aller Viehdiebe und Falschspieler. Die gefährlichsten Killer bekommen weiche Knie, wenn dieser Muster-Cowboy zur Kanone greift. Er schickt prompt eine Antwort. Schon wieder ein Telegramm, Herr Direktor. Es ist die Antwort von Lucky Luke. Sie kam unheimlich schnell aus Nottingalch. Aber ich habe alles mitgekriegt. Es war ja auch nur ein Wort, aber ich verstehe es nicht. Gib her! Armer Ort! Idiot! Ja, natürlich, das ist es. Sie sind fürs Morsen echt begabt, Herr Direktor. Der Suchtrupp soll sich unverzüglich auf die Beine machen. Ich will Joe Dalton wiederhaben und nehme Rantanplan mit. Der Hund kann sehr nützlich sein. Ja. Und Sie sollen sich beeilen, sonst ist Joe Daltons Vorsprung zu groß. Nun, Joe Dalton war gar nicht so weit weg, wie befürchtet. Er stand hinter der hohen Gefängnismauer und band gerade einen Zettel an einen Stein, den er gleich darauf über die Mauer warf. Glücklicherweise fiel der Stein Averill auf den Kopf. Sonst wäre er vielleicht nie gefunden worden. Aua! Ein Stein! Klar! Hey, da ist ja ein Zettel dran! Was drauf, Averill? Averill schleicht euch heute Nacht aus eurer Zelle und kommt an die Nordostecke. Ich tu euch befreien, Joe. Mann! Brüder, habt ihr das gehört? Ja. Los, weiterarbeiten, die Daltons. Und in der Nacht schlichen William, Jack und Averill zu der Nordostecke und warteten auf ihre Befreiung. Ob er eine Leiter hat, Jack? Oder vielleicht einen Strick, William? Ich kann das Wort Strick nicht leiden. Ich freue mich so auf die Freiheit und auf ein ordentliches Essen. Ich auch. Ich wünschte, es gäbe einen Knall. Der Mauer hat ein riesiges Loch. Oh. Los, alle raus! Ja. Seid ihr alle da? Dann los! Ich habe Pferde besorgt. Beeilt euch, die Explosion hat bestimmt alle aufgeweckt. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber ich habe Hunger. Klappe, Averill. Denkt lieber darüber nach, wo ich euch hinbringe. Darauf kommt ihr nie. Du bist schon immer genial gewesen, Joe. Ich bin gespannt. Ich auch. Wohin denn? In meiner Zelle habe ich jedes Wort gehört, das Fenton erzählt hat. Der Bursch hat was drauf. Mir imponiert er. Mir auch. Er hat ein Restaurant. Drum. Wir reiten nach Fenton Town, reißen uns die Stadt unter den Nagel und gründen Dalton Town. Auf die Pferde. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber das Restaurant bekommen wir. Klappe, Averill. Wir werden eigene Hotels haben und einen eigenen Saloon und eine eigene Bank, die wir überfallen können, wann immer wir wollen. Los, schneller. Oh. Hey, sind das nicht die netten Jungs aus dem Gefängnis? Ich muss bei ihnen bleiben. Wartet auf mich. Während die Daltons in der Dunkelheit verschwinden, alle vier, ist man im Gefängnis knallartig wach geworden. Mit Staunen betrachtet man das riesige Loch in der Mauer. Wer zum Teufel fehlt denn diesmal, Bill? Die drei restlichen Daltons. Tja, dafür hat aber Joe Milton das Loch benutzt, um wieder reinzukommen. Schmeißt ihn sofort wieder raus! Und noch was, Bill. Ein Telegramm an den Gouverneur. Er muss Lucky Luke überreden. Stopp! Und dem Gouverneur gelang es, nach inständigem Bitten Lucky Luke, den glorreichen Westernhelden,
zu überreden, die vier schlimmsten Banditen des Landes wieder einzufangen. Ja, sogar die Kavallerie bot im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe an. Und während Lucky sein unglaublich intelligentes Pferd Jolly Jumper sattelte, hatte er eine Idee. Jolly Jumper, ich glaube, ich weiß, wo die Kojoten stecken. Das ist noch lang kein Grund, auch dahin zu gehen. Nun, da sind wir aber anderer Meinung. Denn gerade reiten die vier Daltons in das verlassene und verfallene Städtchen Fentontown ein. Halt! Seht euch mal um. Hier lässt sich doch sicher was draus machen. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber ich kriege das Restaurant. Klappe, Averill. Da, das war mal der Saloon. Und das da, das Hotel. Und da hinten, das war die Bank. Ich sehe gleich mal nach, ob noch Geld da ist. Es gibt viel zu tun. Packen wir's an. Und ich? Was denn? Ist das nicht der Hund aus der Strafanstalt? Wie kommt der denn hierher? Ob der unserer Spur gefolgt ist? Unserer Spur? Der? Vielleicht hat er einen Suchtrupp hierher geführt. Ob ich ihn auf den Arm springen soll? Es ist alles möglich. Los, wir wollen die Umgebung absuchen. Ich tu's einfach. Das macht immer einen guten Eindruck. Aber warum springt denn dieser Hund einfach hoch? Und nach einer guten Weile? Hier ist weit und breit niemand. Aber bindet diesen Hund hier an, sonst holt er vielleicht Verstärkung. Verstärkung holen? Der? Jacke. Das wäre, als würde man von Averill verlangen, er solle denken. Ich finde, seit er den Stein auf den Kopf bekommen hat, ist es etwas besser geworden. Ruhe, Brüder. Jetzt gibt es was Wichtigeres zu tun. Wir müssen zuerst mal unsere Eisenkugeln von den Beinen kriegen. Da hinten sehe ich eine Schmiede. Da werden wir Werkzeug finden. Eine Nagelfeile würde mir reichen. Und sie fanden tatsächlich geeignetes Werkzeug und bald schon waren sie die lästigen Kugeln los. Und sie fanden noch mehr. Einen Laden mit Anzügen. Endlich konnten sie auch ihre hässliche gestreifte Sträflingskleidung umtauschen. Und dann fanden sie auch noch Waffen. Joe meinte: Jungs, wir müssen wieder eine sichere Hand kriegen. Wir sind aus der Übung. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber... Klappe, Averill. Und sie schossen auf alles, was sie kriegen konnten. Auf Äpfel, auf Steine, auf Dosen und auf Flaschen. Leere natürlich. Und dann fand Joe im Saloon eine Kiste mit durchlöcherten Sheriff-Sternen. Auf die schossen sie natürlich am allerliebsten. Sie reparierten den Saloon, polierten die Theke, fegten die kleine Bühne, auf der immer noch ein Plakat hing von Lulu Carabine und ihren Tanzmädchen Belle, Sugar, Linda und Pearl. Und besonders Joe war da häufig zu sehen, weil er sich an den hübschen Damen nicht satt sehen konnte. Zum ersten Mal in ihrem Leben machten die Daltons etwas anderes als Steine klopfen. Sie taten das fröhlich und mit gutem Mut. So dauerte es nicht lange, dann war das Hotel fertig, die Bank auch und erst recht der Saloon. Averill hatte sich besondere Mühe mit seinem Restaurant gegeben. Bei Averill. Alles gut und schön. Bin mal gespannt, wer unser erster Gast ist. Und jetzt wird die Flagge gehisst. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber das ist ja eine Totenkopffahne, wie Piraten sie haben. Das ist, damit man gleich Bescheid weiß. Bravo! Oh, yeah, bravo! Ich finde, sie steht uns gut, diese Flagge. Klar doch, William. Und nun kommt alle mit. Es gibt noch etwas sehr Wichtiges zu tun. Was denn, Joe? Bin gespannt, Joe. Aber ich bin auch gespannt, Joe. Und vergesst Hammer und Nägel nicht. Lest vor. Dalton City. Ja, das ist es. Dalton City, klar. Du bist ein Genie, Joe. Dalton City. Hip, hip. Hurra! Die Daltons waren völlig aus dem Häuschen und darum merkten sie auch nicht, dass sie bei ihrem fröhlichen Tun einen Zuschauer hatten, der ein ums andere Mal ein interessant
vor sich hin murmelte. Richtig, es war Lucky Luke, der glorreiche Westernheld. Die Daltons, das dachte ich mir. Ihnen haben die Angebergeschichten von diesem Dean Fenton imponiert. Na, ich werde mal einen kleinen Rundgang durch diese Stadt machen. Wie heißt sie doch gleich? Dalton City. Na, auf sowas muss man erst mal kommen. Also erst einen Inspektionsgang und dann werden wir uns einen Plan überlegen. Inzwischen saßen die Dalton-Brüder im Restaurant bei Averill und ließen es sich schmecken. Wirklich exquisit, deine Fischkroketten, Averill. Das sind keine Fischkroketten, lieber William. Das sind Rühreier mit Speck. Wie? Und ich dachte, es wäre ein Gorgonzola-Soufflé. Brüder, wir sind nicht hier, um über das Essen zu diskutieren. Wir müssen an die Zukunft denken. Es geht darum, die Stadt wieder auf Zack zu bringen und sie wieder zu dem zu machen, was sie mal war. Die Heimat der Desperados. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Klar, aber sag's noch mal, Joe. Ich hab's nicht genau verstanden. Das reicht für den Augenblick. Jetzt sehe ich klarer. Ja, ich schleich mich. Das? Ist das nicht Lucky Luke? Klar. Es wäre sicher nett von mir, wenn ich ihm in die Arme springen würde. Also, hopp und au, mein Hals. Hab ganz vergessen, dass ich angeleint bin. Da draußen ist jemand. Zum Glück ist noch etwas von dem Essen da. Los, raus! Hände hoch, Fremder! Und umgedreht. Lucky Luke! Aber das ist doch Lucky Luke! Na, wie geht's dem Dalton-Clan? Endlich gut. Denn jetzt können wir endlich eine alte Rechnung begleichen, Coyote. Und zwar in klingendem Blei. Ein Kügelchen für jeden Tag Knast, den du uns aufgebrummt hast. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber so viel Munition haben wir doch gar nicht. Lass ihn mir, Joe. Nein, doch mir, Joe. Nein, nein, ich habe eine Idee. Er soll uns helfen, die Stadt wieder zum Leben zu erwecken. Wir sind zu neu im Hotelgewerbe. Lucky soll unser Versuchskaninchen sein. Er spielt den Gast und sagt, ob er zufrieden ist. Wenn wir dann soweit sind, wird er abserviert. Gute Idee, Joe. Eine sehr gute Idee, Joe. Würde Ihnen dieser Tisch zusagen, der Herr? Für den Anfang nicht schlecht, Averill. Aber was soll der Köter am Tisch? Wir können es uns noch nicht leisten, Gäste abzuweisen. Jetzt erster Gang. Gorgonzola-Kroketten. Spitze. Was soll denn das sein? Ungenießbar. Wirklich? Gut. So, gib mir deinen Revolver. Aber Averill, wenn du jeden Gast, dem dein Fraß nicht schmeckt, umlegst, ist das nicht die richtige Werbung für uns. Aber sieh doch, dem Hund schmeckt's. Wenn du ein Hunderestaurant eröffnen willst, liegst du richtig. Aber um Desperados zufriedenstellen zu können, müsst ihr noch eine Menge lernen. Richtig. Lucky Luke, entweder du machst mit, oder wir legen dich gleich um. Okay, ich mach mit. Den Daltons zu helfen, Dalton City auf Vordermann zu bringen. Und wie wir ihn kennen, verfolgte er sicherlich einen raffinierten Plan damit. Es gibt viel zu tun, fangen wir an. Also, wenn ihr mich fragt, der Saloon ist viel zu trist. Trist? Was ist trist, Luke? Der Saloon. Ein Bandit, der Straßen unsicher gemacht hat und Postkutschen ausgeraubt hat, sehnt sich nach was Heiterem. Mehr Licht auf die Bühne. Er hat recht, Joe. Mal sehen, wie das wirkt. Geht auf die Bühne und tanzt. Wie denn? Was denn? Warum denn? Tut, was er sagt!
Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Los doch, das bringt Stimmung. Ich mache Musik und ihr tanzt und singt. Hören, das ist ja grauenhaft. So geht es nicht. Joe, schreib an Lulu Carabine, dass sie mit ihrer Truppe hierher kommen soll. Oh ja! Yeah, das bringt Stimmung. Alle wieder an die Arbeit. Wenn das hier ein gutes Hotel sein soll, muss sich auch jemand um mein Pferd kümmern. Luke hat recht. William, das ist dein Bier. Kümmere dich um das Pferd von diesem Kojoten. Ja doch, Joe. Oh, Mann, bin ich müde. Jack, bring dieses Stinktier ins Hotel und bewache es gut. Klar doch, Joe. Los, Luke. Hände hoch und vorwärts, Marsch! Jack geleitete Lucky Luke ins Hotel und aufs Zimmer. Er gab sich große Mühe, so höflich zu sein wie ein guter Portier. Ja, er schlüpfte auch in andere Rollen. Boy, Zimmerkellner. Und zum Schluss bewachte er den gesunden Schlaf von Lucky Luke und benutzte die Gelegenheit, Luckys Stiefel zu putzen. Aber auch William war fleißig. Er striegelte Jolly Jumper, bis dieser das strahlendste Weiß seines Lebens hatte. Und Averill? Averill stand in der Küche und versuchte allerlei Rezepte. Und neben ihm saß Rantanplan, der treue Hund, und durfte probieren. Du musst alles probieren, Rantanplan. Und du musst mir ehrlich deine Meinung sagen. Die sagen immer sowas. Und hinterher gibt es dann doch was Richtiges zu fressen. Fehlt noch Joe. Was macht denn der? Aha, da sitzt er im Büro und schreibt einen Schreibebrief an Lulu Carabine, in dem er sie bittet, mit ihrer Truppe im Saloon von Dalton City aufzutreten. Kurz, in Dalton City hat jeder genug Arbeit und man muss ehrlich sagen, es wird schwer geschuftet. Immer diese Stallarbeit. Wenn wir hier doch nur arbeiten, hätten wir auch im Knast bleiben können und Steine klopfen. Klar doch, William. Und immer Wäsche waschen, frische Bettwäsche. Ah, frische Bettwäsche. Ich kann das schon nicht mehr hören. Dagegen hat Averill es gut. Rantanplan. Komm her, mein Kleiner, probier diesmal. Toll, toll, dieser Schinken. Ich wusste gar nicht, dass Hunde Fisch mögen. Hey, Jack, sieh mal, der Hund ist ein Feinschmecker. Er schätzt meine Küche. Wenigstens einer. Hey, hey, wo ist meine Seife geblieben? Hast du meine Seife gesehen, Averill? Wenn der das meint, was ich hier fresse... Schmeckt gut. Und in der Spielhölle, die Kugel rollt. Mist! Ich schaffe es einfach nicht, das Roulette mit dem Pedal an der richtigen Stelle zu stoppen. Ja, Joe, das Glück lässt sich eben nicht mit Füßen treten. Joe! Jack! Averill, die Tänzerinnen sind da. Lucky Luke, die Tänzerinnen sind da. Das muss ich mir ansehen. Oh. Oh, bist du der Boss hier, mein Hübscher? Ja. Er sieht aus wie ein Stallknecht. Findest du nicht auch, Lulu? Ja, Pearl. Missratene gibt's in jeder Familie. Mein Onkel ist sogar Sheriff. Da muss man ja vorsichtig sein. Oh. Also gut, mein Hübscher. Ich bin Lulu Carabine, der Star der Truppe. Und das hier sind die Damen. Belle, Sugar, Linda und Pearl. Und Wallace ist unser Pianist. Yeah. Sehr, sehr, sehr erfreut. Bitte treten Sie ein. Ah, ihr habt den Schuppen überholt. Toll. Nicht schlecht. Oh, ein gedeckter Tisch. Und das sind die Herren William, Jack und Averill. Und ich bin Joe. Ah ja, das ist Luke, ein Kojote. Oh.
Averill hat einen kleinen Imbiss vorbereitet, wenn alle bitte Platz nehmen wollen. Ach, was für eine reizende Idee. Wieso schäumt die Suppe so? Ich kann mir denken, warum noch keine Gäste da sind. Die kommen bestimmt immer erst nach dem Essen. Das Rezept stammt von Jack. Auf, Kinderchen, jetzt zeigen wir denen mal, was wir können. Yeah. Obwohl wir normalerweise für unsere Arbeit etwas mehr Stimmung brauchen. Wallace, scheucht die Ratten aus dem Klavier und hauen die Tasten. Yeah. Ja, da ging die Post ab. Den Daltons fielen fast die Augen aus dem Kopf. Lulu und ihre süßen Miezen. Aber am meisten staunte William. Er stand einfach da und starrte wie gebannt auf Lulu. Halt! William, hast du nichts anderes zu tun? Du störst, wenn du starrst. Oh. William, marsch zurück in den Stall! Du willst wohl was auf den Deckel haben, mein Hübscher? Versuch's doch! Ja, da flogen die Fetzen, die Stühle und die Gläser. Und besonders natürlich die Fäuste. Und Lulu Caravine rief... Endlich ist hier Stimmung! Wallace, greife die Tasten! So vergingen die Tage. Jeder ging seiner Arbeit nach. Die Mädchen probten und übten fleißig. Averill vervollständigte seine Kochkenntnisse. William strich auffallend häufig um Lulu herum. Und Jack sorgte für frische Bettwäsche. Und Joe? Ich habe mich überall gesucht, Lucky Luke. Was kann man denn tun, um Gäste nach Dalton City zu locken? Lulu und ihre Truppe sind schon total frustriert, weil sie kein Publikum haben. Sie wollen wieder abreisen. Ja, Joe, die beste Werbekampagne ist immer noch ein Fest. Da kommen die Leute in Scharen. Was denn für ein Fest? Na ja, eine Hochzeit zum Beispiel. Das mögen alle gern. Eine Hochzeit? Ja, was für eine Hochzeit? Keine Ahnung. Vielleicht zwischen William und Lulu. Was? Vielleicht. Seit sie da ist, schwänzelt er dauernd um sie herum. Wer? William? Na warte, den kauf ich mir! Joe Dalton möchte Ihnen zu Ehren den Saloon mit einer großen Gala eröffnen. Und er lässt fragen, ob Sie einverstanden sind. Ein Galaabend? Mir zu Ehren? Ich hab doch gleich gesagt, dass das ja ein ganz toller Schuppen ist. Yeah! Sag ihm, ich bin einverstanden. Zwei Türen weiter. Sie ist einverstanden, Joe. Aber sei diskret. Lulu ist sehr scheu. Verschreck sie nicht. Juchi! Ich heirate Lulu Carabine! Ich werde Joe Carabine! Was hat er denn? Tut ihm was weh? Klar doch, Joe. Ich gratuliere. Ich kümmere mich um die Hochzeitstorte. Das wird eine echte Überraschung. Nein doch, Joe. Du heiratest sie nicht. Nur über meine Leiche. Das kannst du haben. Oh, endlich Stimmung, Kinderchen. Wallace, greife die Taste. Danke, mein Hübscher, was du alles für mich tust. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Na, wenn das so ist, dass sie dich schon in aller Öffentlichkeit küsst, trete ich sie dir ab. Aber ich wäre gern William Carabine geworden. Verstehst du das, Jack? Klar doch, William. Mensch, ärgere dich nicht. Das Schönste an einer Hochzeit ist doch die Feier. Und die feiern wir. Ja doch, Jack. Die feiern wir. Weißt du was? Ich werde mal mit Joe sprechen. Vielleicht lässt er dich zum Trost Lucky Luke umlegen. Hm? Ich bin sicher, dass Joe Carabine einverstanden sein wird. Sag, William, ist denn das gar nichts? Naja, es geht. Nun begann eine fieberhafte Tätigkeit in Dalton City. Averill war mit der Herstellung einer riesigen Hochzeitstorte beschäftigt. Das Rezept dazu hatte er in einem Buch in der Gefängnisbibliothek gelesen. Und Rantanplan durfte viele Süßigkeiten probieren. Und Joe? Der war nicht wiederzuerkennen. Der schlenderte durch die Gegend und pflückte Blumen.
Die meiste Arbeit aber hatte Lucky Luke. Er schrieb die Einladungskarten. Hunderte von Einladungskarten. Darauf konnte man lesen: Kommt alle zur Hochzeit von Miss Lulu Carabine und Mr. Joe Dalton. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Sheriffs und sonstige Kojoten unerwünscht. Na, Luke, fertig? Ja. Lass sehen. Sehr gut. Der Text hätte von mir sein können. Hey, William, Jack Averill, reitet sofort los und verteilt die Einladungen an alle Desperados, die ihr aufgabeln könnt. Ja doch, Joe. Klar doch, Joe. Aber meine Torte, kann ich Lucky? Klappe, Averill. Lucky bleibt hier. Er darf keine Verbindung zur Außenwelt haben. Und nun haut ab. Und in der Tat, alle Desperados bekamen schon während der Arbeitszeit ihre Einladung. Die einen, als sie gerade die Postkutsche ausraubten, die anderen, als sie gerade den Zug angehalten hatten und wieder welche, die einen alten Goldgräber um seine mühsam zusammengekratzten Nuggets brachten. Alle kamen. Bankräuber, Taschendiebe, Falschspieler, Viehdiebe, gefährliche Berufskiller, Desperados, Gesetzesbrecher, Brutalos und alles, was schlimm und noch schlimmer war. Viele brachten als Ausweis ihren eigenen Steckbrief mit. Kurz, es waren einige tausend Jahre Gefängnis zusammengekommen. Und Joe besah sich das Treiben auf der Straße und meinte stolz: Dalton City ist wieder auferstanden von den Toten. Lucky Luke! Wir haben es geschafft. Es ist wieder Leben in der Bude. Wir sind für so viele Menschen viel zu wenig Personal. Darum gehst du, Coyote, in den Saloon und arbeitest als Barkeeper. Jack, du behältst ihn im Auge. Aha. Averill, du bekochst die Gäste. Ah, da kommen schon die Gäste. Essen! Sofort, der Herr. Hier, bitte, unser Spezialität. Tapetenkleister habe ich nicht bestellt, Knallkorb. Trinken, Whisky, los! Bitte sehr, der Herr. Halt! Ich muss erst probieren, ob du Coyote auch keinen vergiftet. Jetzt bald? Hey, nochmal nachschenken. Aber ich muss probieren. Jack probierte also die Getränke, Schluck für Schluck. Allmählich füllte sich der Saloon. Einer fiel besonders aus dem Rahmen. Wilde Forelle. Eine Rothaut aus der Gegend. How? Wilde Forelle wollen spielen. Das Trading da. Das ist ein Roulette. Bleichgesicht erklären, Spielregeln. Ganz einfach. Du setzt auf eine Nummer und wenn du gewinnst, kriegst du das 36-fache deines Einsatzes. Ich setz einen Indianertopf auf. Diese Zahl. Hoffentlich geht die Fußbremse. Jene va plus. Oh, du hast gewonnen. Bleichgesicht mir nun geben 36 Indianertöpfe. Nicht doch. Wo soll ich die denn hernehmen? Ich werde dir Geld geben. Ein bisschen. Ich gesetzt Indianertopf. Ich töpfe wollen. Ach, du tötest mir den Nerv, hau ab. Hau! Bleichgesicht Betrüger sein. So nicht. Wilde Forelle hat gesprochen. Mir den Indianertopf über den Schädel zu schlagen. Nun habe ich kein Geschenk für Lulu. Es wurde im Saal immer lauter und fröhlicher und am fröhlichsten wurde Jack. Vom vielen Probieren war er schließlich reichlich hinüber. Da stieg Joe auf einen Tisch und bat um Ruhe. Hey, Freunde, alle mal herhören. In wenigen Stunden wird hier die Hochzeit stattfinden. Geht jetzt alle und macht euch fein und dann kommt wieder in den Saloon. Es erwartet euch eine Überraschung. Hey, Coyote, wo ist eigentlich Jack? Ich dachte, ich hätte ihm gesagt, er sollte dich bewachen. Er ist doch hier. Genau. Selbst wenn er davon Durst kriegt. Gib mir ein Glas, Jokote, aber ich will es vorher probieren. Luke, sieh zu, dass du ihn wieder nüchtern kriegst. Ich kenne da ein Rezept. Und in der Garderobe von Lulu... Ist dir das klar, Wallace? Eine Premiere wie am Broadway in New York. Den werden wir mal zeigen, was wir können. Ja, Lulu, ich finde, die Sache stinkt. Die New Yorker dagegen, das ist wenigstens ein Publikum. Und im Nebenraum traf Averill die ganz entzückende Miss Bell,
in ihren schwarzen Netzstrümpfen und der äußerst knappen Corsage umwerfend aussah. Oh, Miss Bell, könnten Sie mir einen kleinen Gefallen tun? Gern, Everell. Hier, dies ist meine Überraschungstorte. Sie ist innen hohl. Ich möchte, dass Sie da reinklettern und in dem Moment, wo ich Sie auftrage, herausspringen und Yippie rufen. Oh, das ist aber eine süße Idee. Aber der Kuchen ist ja voller Pelz. Komm sofort da raus, Rantanplan. So, nun können Sie Platz nehmen. Hier drin riecht's aber komisch. Ja, ich habe ihn mit frischer Sahne gemacht. Erst bauen Sie einem eine Hütte aus Käse und dann darf man nicht mal darin schlafen. So, Miss Bell, ich mache jetzt den Deckel zu. Ey, gut, gleich kommt Ihr Auftritt. Yippie! Kapiert! Allmählich füllte sich der Salon wieder. Aber wie hatte sich das Publikum verändert? Man sah echte Zylinder, Fracks, saubere Hemden, rasierte Gesichter, gescheitelte Köpfe, pomadisierte Haare. Luke, hast du Jack wieder hingekriegt? Ja, ich habe ihn in die Tränke gesetzt. Geht's wieder, Jack? Oh, klar doch, Coyote, aber... Oh, mein Kopf. Ich hab das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Wird sich schon finden. Luke, sag Lulu, dass es soweit ist. Ich eile. Ja, bitte? Ihr Auftritt, Lulu. Sie sind fertig? Vorhang auf in 30 Sekunden. Oh, ist es nicht herrlich, Wallace? Genau wie am Broadway in New York. Komm schon. Yeah. Vorhang auf! Ja. Es liegt! Die Braut! Es lebe die Braut! Aber Joe, welche Braut denn? Huch! Aber meine liebste Lulu, sie, ich meine sie und ich. Du bist ja total übergeschnappt, mein Hübscher. Ich bin auch schon lange mit Wallace verheiratet. Und schließlich, ein paar Gesetze gibt es in diesem Land doch noch, mein Hübscher. Ed, sie ist schon verheiratet. Lulu ist schon verheiratet. Ich lach mich kaputt. Mensch, Joe! Klappe, William! Du gehst mir auf die Nerven und wie du mir auf die Nerven gehst, ich werde dich... Oh! Jetzt ist Stimmung! Greife die Tastmatte! Ich bringe die Torte! Mann, sind Sie aber schwer, Miss Bell. Ich dachte immer, Sie wären ein leichtes Mädchen. Hier stelle ich Sie auf den Tisch und nun, Miss Bell... Was soll denn das alles? Ich verstehe. Lucky Luke hat sich das ausgedacht. Er ist an allem schuld. Wo ist er überhaupt? Wenn du mich suchst, Joe, ich bin hinter der Theke. Und nun alle Mann die Hände hoch. Ihr seid samt und sonders verhaftet. Im Namen des Gesetzes. Genau, ich wusste doch, dass mir was fehlt. Luke hat meine Revolver. Ja, das sind meine. Los, weg hier, Kinderchen. Hier ist viel zu viel los. Viel zu viel. Du bist doch so Dalton. Der Mann, der uns alle in diesen Hinterhalt gelockt hat. Das wirst du büßen. Auf ihn, Männer. Er hat uns reingelegt. Uns, die besten Desperados, weit und breit. Aufhören, loslassen. Au, au, au. Lass dich. Den müsst euch greifen, den Koyoten da. Das ist Lucky Luke und er hat uns alle aufs Kreuz gelegt. Ihr werdet euch doch nicht nur von einem einzigen Mann ins Gefängnis bringen lassen. Was heißt hier allein? Die Kavallerie ist da, pünktlich wie immer. Hallo, Lieutenant. Wie haben Sie uns gefunden? Sieh da, und die rothautwilde Forelle ist auch dabei. Oh, das Herr. Herr Bleichgesicht, schuldenroten Bruder, 36 Töpfe, Lieutenant. Verhaften diesen Mann und keinen Widerstand. Draußen wartet ein ganzes Kommando. Na bravo, dann klappt ja alles. Mr. Wilde Forelle hat sich im Büro für Indianerangelegenheiten über das Roulette beschwert. Das ist der Grund für unsere Intervention. Das trifft sich gut. Sie können mir helfen, dieses wunderschöne Sammelsurium von Desperados aus der ganzen Gegend ins Gefängnis zu schaffen.
Und gleich danach verließ ein langer Zug Gefangener, einer an den anderen gefesselt, wie Perlen auf der Schnur, Dalton City. Dalton City war menschenleer, wie kurz zuvor. Wirklich? Völlig menschenleer? Yippie! Nö? Niemand mehr da? Ja, wo sind sie denn alle? Ja, wo sind sie denn alle, die Desperados, Viehdiebe, Falschspieler, Betrüger, Taschendiebe, Killer, Räuber, Gesetzesbrecher und die Daltons? Ach, das war es. Dalton City war verödet. Und die Strafanstalt dagegen zum Bersten gefüllt. Wenn ich die erwisch, die Daltons. Also ich hau hier nicht ab, bevor ich sie nicht hab. Eben, aber wo stecken die eigentlich? Die Daltons? Um sie vor der namenlosen Wut der Mitgefangenen zu schützen, hatte man die Daltons isoliert. Was dazu führte, dass sie sich gegenseitig verdroschen. Und die Wärter ließen es milde lächelnd geschehen. Aber da war noch eine Sache. Der Herr Direktor bedankte sich bei Lucky Luke. Großartiger Fang, Lucky Luke. Mein Gefängnis ist randvoll und wir werden neue Steine brauchen. Ich werde aber zuerst dem Gouverneur von Ihrem Erfolg berichten. Also, nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und während kurz darauf dem Gouverneur ein Telegramm mit rätselhaftem Inhalt vorgelegt wurde, de Miltons sand weder zurück in Gefängnis, da verschwand ein einsamer Cowboy am Horizont.